Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Oder ist etwa in Fischament die Zeit stehen geblieben? Die Erklärung ist ganz einfach. Die Turmuhr wird auf Vordermann gebracht und das dauert noch ein wenig. In den vergangenen Jahren schlug die Uhr nicht etwa 13, sondern blieb häufig stehen und konnte nur durch liebevolles Zureden der Mitarbeiter des Heimatmuseums wieder in Gang gebracht werden. Die Turmuhr ist aus 1835 und wurde das letzte Mal vor ungefähr 50 Jahren komplett restauriert. Und eben nach 50 Jahren fangen dann schon so kleine Macken an, dass sie immer wieder stehen geblieben ist oder langsamer gegangen. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt hat sie sich wieder einen Service verdient. Nun hat die Gemeinde Fischament auf Initiative des Museumsvereins einer Generalsanierung zugestimmt. Sie bringen uns ja auch Urkunden mit, die wir jetzt einblenden. Was ist die Besonderheit dieser Fischamenter Turmuhr? Also erstens ist sie ja fast 200 Jahre alt. Sie ist irgendwie wie der Herzschlag des Turmes. Also wenn man das Museum besucht, hört man das Ticken schon durch das ganze Gebäude. Und natürlich zeigt die Uhr auch der Fischamenter Bevölkerung die Uhrzeit an und man hört den Glockenschlag. Man muss dazu sagen, dass diese Uhr eigentlich sehr modern war, 1835, schon einige Jahrzehnte im Voraus gegenüber anderen Turmuhren, die gebaut wurden. Und ich glaube, das Wesentliche ist, dass sie eigentlich seit fast 200 Jahren geht und mit Abstand von kleinen Serviceeinheiten eigentlich ein problemloses Uhrwerk darstellt. Kann heutzutage jemand dieses Uhrwerk noch servicieren, reparieren? Es ist natürlich so, dass es sehr wenige Leute gibt, die das noch machen, dieses Handwerk. Aber Gott sei Dank hat die Kustodin Frau Marangoni einen Uhrmacher gefunden, der aus Raps ist. Und der wird diese Uhr eben general sanieren, was nach 50 Jahren ja durchaus notwendig ist. Rund 15.000 Euro kostet die Instandsetzung. 15.000 Euro ist ja auf 50 Jahre gerechnet ein 200-Euro-Betrag im Jahr, nicht? Das ist ja durchaus nicht so eine tragische Sache. Wobei 1971 ja die letzte größere Sanierung war, die dann 1972 abgeschlossen wurde. Und hier ging es darum, dass die Aufzugswerke neu gemacht wurden. Vorher musste man händisch aufziehen. Der Schulwart der Volks- und Hauptschule ist jeden Tag um 7 raufgegangen, hat aufgezogen. Danach war es ein Arbeiter der Gemeinde, der das gemacht hat. Und eben 1970 hat sich keiner mehr gefunden, der die Uhr täglich zur gleichen Zeit aufzieht. Und da kam es dann zu dieser ersten Renovierung und Sanierung mit einem elektrischen Aufzugswerk. Und seit 50 Jahren etwa geht das anstandslos. In den letzten Jahren halt schon mit kleinen Wehwehchen. Wann wird diese Uhr wieder zurückkehren? Ja, vermutlich erst im Frühling. So richtig zu Ostern, wenn die Glocken wieder einfliegen. Schauen wir, ob wir das mit Spektakel machen können. Bis dahin steht die Uhr in der üblichen Ruhestellung. In Fischament ist es also bis auf Weiteres immer 10 Minuten nach 10.